2021 noch behauptet, dass die Impfung nebenwirkungsfrei sei. Naja, das war eine Übertreibung, also die ich da einmal in einem missglückten Tweet gemacht habe. Aber es war ja nicht grundsätzlich meine Haltung. Ich hatte ja sehr, sehr häufig vorher auch schon zu den Nebenwirkungen der Impfungen Stellung genommen. Ich Ja, habe zum Beispiel sehr Sie viel haben aber über auch häufig danach noch gesagt, es gebe kaum oder praktisch gar keine, halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei, haben Sie danach in einer Fernsehsendung von Anne Will nochmal gesagt. Also Sie haben schon immer diesen Eindruck erweckt, dass das Thema Nebenwirkungen eigentlich gar kein Thema ist. Na, das ist nicht richtig. Also ich habe es ja eben gesagt, also die Zahlen waren mir ja all die Zeit bekannt. Die